Content Stream. Wir kommen zu unserem Schwerpunktthema. Heute ein Künstler in der Online-Welt. Till Krüger heißt er. In der New Yorker Multimedia-Szene gilt er als einer der einflussreichsten. Erst vor 3 Jahren hatte Krüger die Agentur SOCOM gegründet und schon hat er einen Namen. Das spielerische Moment ist ein wichtiger Aspekt für Till Krüger und seine Firma SOCOM. Nach dem Kunststudium in San Francisco siedelte der 30-Jährige nach New York über. Im Herzen der Silicon Alley, direkt am Broadway, entwickelt er multimediale Online-Projekte, inspiriert vom treibenden Rhythmus des Big Apple. Angefangen hatte SOCOM eigentlich als eine Produktionsfirma mit Projekten für Alta Vista, Digital und Compaq. Haben wir erstmal sehr projektgesteuert gearbeitet. Aufsehen erregte er 1989 durch das erste 3D-Musikvideo, das er für den Musiker Todd Rundgren produzierte. Die Verbindung traditioneller Kunst mit den neuen Medien ist immer noch bestimmendes Moment seiner Arbeit. Mittlerweile konzipiert er die Online-Auftritte der Supermodels Niki Taylor und Claudia Schiffer. Mehr Künstler als Programmierer versucht er mit seinen Visionen das Medium Internet weiterzuentwickeln. Wenn wir das Interface zwischen Mensch und Maschine so transparent machen können, wie unser Interface zu anderen Leuten ist, wenn wir nicht ständig mit irgendwelchen Knöpfen und Slidern und Erklärungstexten konfrontiert werden, dann wird sich das Internet, glaube ich, ausbreiten und entwickeln zu einem Forum, was eine erstaunliche Kraft hat für den Menschen. So vertraut die Maschinen mittlerweile auch sein mögen, so sperrig stehen sie nach wie vor zwischen Mensch und Medium.